In der kriegsverwüsteten serbischen Provinz Kosovo deutete sich eine humanitäre Flüchtlingskrise an. Zehntausende Albaner flohen aus dem Kosovo, bis Mazedonien seine Grenzen schloss. Die Regierung mobilisierte die Armee, um die Region um Mladice zu sichern, in der mehr als 40.000 Albaner nach den Kämpfen zwischen Serben und Albanern in die südserbische Provinz geflüchtet waren. Auch an der mazedonisch-jugoslawischen Grenze sammelten sich Flüchtlinge. Bei Bojane errichteten NATO-Truppen eins der ersten Flüchtlingslager, um geschätzten 70.000 albanischen Flüchtlingen Unterkunft zu bieten. Nach Schätzungen waren 250.000 Albaner vertrieben worden. Bei einem Erdbeben in der Türkei starben mehr als 17.000 Menschen. Es war das schlimmste Erdbeben für die Türkei in mehr als 60 Jahren. Es wurde mit einer Stärke von 7,4 auf der Richterskala gemessen. Wütende Betroffene warfen der türkischen Regierung vor, nicht schnell genug geholfen zu haben. Weitere 40.000 Menschen wurden verletzt, viele unter Trümmern begraben. Mit jeder Stunde schwand die Hoffnung, Überlebende zu finden. Das Zentrum des Bebens lag in der nordwestlichen Stadt Izmit, 90 Kilometer östlich von Istanbul. Das Beben traf die Türkei mitten in der Nacht. Die meisten wurden in ihren Betten überrascht. Nach Schätzungen wurden mehr als 100.000 Menschen obdachlos.